Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Video-Review bei mir auf dem Kanal. Heute mit dem nagelneu eben gerade oder heute frisch eingetroffenen Luke Skywalker Battle Simulation Helmet, also dem Kampfsimulationshelm aus dem Hause Hasbro. Endlich mal ein bezahlbarer X-Wing-Helm, denn der von Rubies, naja, nicht nur, dass er nicht so gut aussieht. Gut, das Design war vor 20 Jahren okay, ne, als Rubies noch zu The Post gehörte, beziehungsweise bevor sie es aufgekauft haben. Aber naja, ich halte den nachher auch mal daneben. Aber jetzt gibt es halt hoffentlich einen in einer akkuraten Größe. Die Helme bislang, gut, der Stormtrooper-Helm, der ist noch im Haus, aber der steht da nicht mehr. Der hat eine akkurate Größe gehabt, der Vader-Helm, der war akkurat groß. Und da gehe ich mal davon aus, dass der hier auch von der Größe her akkurat sein wird. Aber schauen wir uns erstmal die Verpackung an. An der Seite kann man sehen, das Produkt gehört zur Black Series von Hasbro mit dem roten Streifen, einem Produktbild. Obendrauf ist nochmal Star Wars Black Series zu sehen. Dann natürlich auch eine Abbildung des Helmes. Dann haben wir, jetzt müssen wir gucken, auf der Seite noch, da haben wir noch dann den Luke mit drauf, so wie es auch bei der Black Series ist, in so einer Art englischen Tintenzeichnungsart. Und auf der Seite, da ist dann so ein bisschen beschrieben, was der Helm denn alles kann. Zum einen halt die Reflexionen, die simuliert werden im Visier mit roten und grünen LEDs. Rot, das heißt, wenn die Rebellen ihre Laser abfeuern, und grün eben, wenn es die Imperialen tun. Dann Surround Sound, also es sind wohl drei Lautsprecher verbaut. Und hier unten ist noch beschrieben, dass man den Helm bzw. die Kampfsimulationsgeräusche dann auch noch umstellen kann auf Yavin oder Hoth. Das heißt also, dass wir einmal dann den X-Wing haben und einmal den Snowspeeder. Da, ich halte es auch mal ein bisschen näher ran, sonst sieht man ja nichts. Das gleiche eigentlich nochmal beschrieben auf der Seite. Ja, das ist irgendwie okay, da wussten wahrscheinlich nicht, was machen sollen. Ach, dann packen wir die ganzen Daten da eben auch nochmal hin. Unten drunter, ja gut, da sind noch ein paar Warnhinweise, CE-Zeichen und sowas noch. Hinweis von Disney, beziehungsweise dass es halt mittlerweile zu Disney gehört. Disney muss natürlich draufstehen. Und dann klappe ich die Box mal auf. Ich drehe sie mal so rum. Und das ist das Erste, was man dann von dem Helm sieht. Da drin befindet sich ein Polybag. Das weiß ich, weil ich den Helm nicht eben schon mal ausgepackt habe. Ich bin aufgestanden, um Schraubenzieher zu holen. Hab mein Aufnahmegerät runtergerissen, wodurch die Aufnahme dann abgebrochen wurde und dadurch halt einen Error hatte. Also darf ich die ganze Schose jetzt nochmal anfangen. Also ich war schon so weit, dass ich dann das Ding hier schon, den Kübel dann schon draußen hatte. Das heißt, ich weiß, wo ich jetzt anfassen muss, dann geht es auch schneller. So, mehr ist da nicht drin. Da ist noch ein Papp-Inlet drin, das eigentlich nur das Visier schützen soll. Beziehungsweise auf der Visierseite halt mit eingelegt war. So, und den stelle ich da unten offen hin. Zumindest so, dass ich nachher die Tüten da reinschmeißen kann. So ist der Helm dann in der Tüte. Und im Helm ist, wie gesagt, nochmal ein Polybeutel mit diversem Zubehör. Und den Überzieher hier mache ich eben auch schon mal runter. So, und so sieht das gute Stück dann aus. Ja, das Mikrofon ist irgendwie ein bisschen schlabberig. Da muss ich mal gucken, was ich damit mache. Das hält zwar. Was ich cool finde, ist, dass auf jeden Fall hier vorne das ein, so ein Schwanenhals ist, ne, den man also wirklich gut in jede Richtung halt biegen kann. Die Mikrofonspitze finde ich super umgesetzt von der Form her. Nur das Ding halt hier vorne, das ist da an einem so Gelenk aufgehangen, das rutscht immer wieder runter. Das ist irgendwie so hier unten da so ein bisschen labberig. Ne? Das ist, weiß ich nicht. Vom Gewicht her ist er relativ leicht. So sieht der Helm von innen aus. Man kann also die drei Lautsprecher erkennen. Die, meine ich, haben alle drei. Das sind diese größeren. Hier ist zum Beispiel einer. Haben alle drei den Rebellenphönix, also das Rebellensymbol, abbekommen, so als Formgebung. Diese kleineren Punkte, die hier noch zu sehen sind, die so ein bisschen stumpfer aussehen, das sind die, ja, Velcro-Sticker, würde ich gerade sagen. Da kann man nachher was dran kletten. Also das sind die kleinen Widerhaken, wie beim Klettverschluss eben. Die Bemalung sieht, kann ich jetzt auch schon mal so hinhalten, richtig gut aus. Also der Druck, denke ich mal, wird ein Rasterdruck wahrscheinlich sein. Also das Weathering sieht schon mal akkurat aus. Und von der Form her gefällt er mir auch ganz gut. Die Konturen gefallen mir sehr gut. Ist eigentlich alles dran. Dieser kleine Punkt ist dran. Ne, diese Aussparung hier ist dran. Die damals ja vom Original Fliegerhelm halt ist. Der Mohawk sieht gut aus. Der sieht schön gerade aus. Und
Von der Größe her sieht er sieht ein bisschen schmal aus. Also von der Seite her sieht er halt schön rund aus. Von vorne finde ich den auch wie so ein bisschen gedrungen, also so ein bisschen zusammengestaucht. Aber immer den Größenvergleich zu dem Helm von Hasbro und dann diesem kleinen Kübel von Rubies, beziehungsweise von damals noch Don Post. Ich habe noch zu Don Post Zeit gekauft. War damals schon schweineteuer, weiß nicht, 99 war das, glaube ich. Also nicht 99 Euro, sondern 1999? Ja, 1999. Man sieht, er ist schief, das war aber vorher schon. Diese Helme sacken irgendwie, alle, die ich bislang gesehen habe, sacken irgendwie immer wieder zusammen. Was dem Helm auch nicht gut getan hat, ist halt die Mehrfach-Sprühlackierung. Also ich habe dann, ne, damit er halt schön verwässert aussieht, halt verschiedene Schichten aufgepackt. Er musste gespachtelt werden, weil diese ganzen Konturen, die man hier oben sieht, gut, es geht ja nicht um den. Es geht eigentlich nur um die Größe. Es war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, das zu machen. Und wie gesagt, er ist jetzt total hart geworden durch den Lack. Also wer mal meint, er hat so einen alten Rubies-Helm bzw. einen Don Post-Helm noch zu Hause liegen, nicht mit Spraylack drangehen, weil die Lösungsmittel sich nicht mit dem Material vertragen. Und der ist jetzt knüppelhart. Also ich muss den sowieso schon immer, weil der relativ klein ist. Und ich habe den noch ausgepolstert mit Kniepolstern. Fand ich also ganz schick. Hatte ich mal bei im Rebel Legion Forum gesehen und dachte mir so, ja, sieht ganz gut aus, sieht schön technisch aus, wie so ein Inlet halt von so einem Helm. Hm? Kann man machen. Brauchte nichts nähen, es reichte mir schon, dass ich hier die Donuts für die Ohren damals nähen musste. Aber es ging eigentlich ohne, dass ich mir in die Finger gestochen habe. Ja, von der Größe her scheint er wirklich gut zu sein. Kommt immer noch ein bisschen klein vor, aber ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon eine Größe, die man akzeptieren kann. Und wie gesagt, durch die anderen Helme von Hasbro kann man davon ausgehen, dass der auch passt. Ja, das Gummi, das löst sich hier so ein bisschen. Das ist allerdings auch allgemein schwierig zu kleben. Diese Kederkante hier ist so ein bisschen lose. Da haben wir ein bisschen Sekundenkleber unterpacken. Hat sich bei dem Helm auch einmal gelöst. Die war ein bisschen dicker. Und durch die Kurve, das ist um die Kurven ziehen, um die Konturen legen, kann so mal schon mal passieren. Finde ich, es ist also nicht schlimm, dass es hier sich, wie gesagt, löst. Da scheint auch gar kein Kleber hintergekommen zu sein. Also nicht ganz so tragisch. Man sieht, es ist der Luke Skywalker Helm. Es ist Lukes Helm. Ja. Von den Markierungen her ist alles drauf. Die Abschürfungen sehen, ja, doch für so ein industrielles Serienprodukt schon mal recht gut aus. Wie gesagt, das Weathering sieht gut aus. Die Abnutzungsspuren passen. Ja, selbst hier an den Zwiebeln, ne, an den Dingern, sieht das gut aus. Also, ja. Besser kriegt man es, glaube ich, bloß noch hin, wenn man sich da wirklich dann die Mühe macht, das Ding umzulackieren. Und deswegen bei dem Preis, ich war jetzt Vorbesteller bei, ja, ich bestelle selten bei Amazon, aber bei dem Preis konnte ich nicht nein sagen. Das waren, glaube ich, pro Helm 86 Euro. Und da habe ich mir noch einen zweiten gleich bestellt, denn wenn der, dachte ich mir, gut aussieht, dann zu dem Preis gleich einen zweiten mit, damit ich mir nochmal einen in meinen eigenen Hausfarben lackieren kann. Ja, okay. So. Was haben wir noch in der Tüte? Ich weiß, was in der Tüte ist, weil, wie gesagt, ich muss sie ja schon mal öffnen. Wir haben einmal einen Warnhinweisbogen. Wir haben eine Bedienungsanleitung. Und wir haben noch einen Warnhinweisbogen. Die beiden kommen gleich erstmal wieder weg. Bitte, wenn ihr den Helm habt, bitte durchlesen. Da stehen ganz wichtige Sachen drin. Sollte man nicht außer Acht lassen. Bei den Polstern haben wir eine glatte Seite. Ein bisschen, ist kein direktes Kunstleder, ist so ein ich weiß nicht, wie man diesen Stoff nennt, keine Ahnung. Auf der Rückseite halt ein Stoff, der sich dann halt auch mit den Velcro, mit dem Widerhaken da verträgt, beziehungsweise dann schön dran haftet. Hier haben wir ein schönes Pattern drauf. Das finde ich also auch sehr, sehr schick. Und sehe ich so gesehen jetzt auch zum ersten Mal bei, ich weiß nicht, ob es in anderen Helmen drin war, aber ich sehe es bei Hasbro jetzt zum ersten Mal, diese Stoffpolster. Ne, sonst waren die immer nur Looks-like-Stoff von innen irgendwie gemacht, aber hier richtige weiche Kuschelteile. Man kann sich wohlfühlen. Man ist auch Rebell. Dann haben wir da den Kinnriemen. Ist auch an der einen Seite, an beiden Seiten verstellbar. Kann aber hier auch noch hin und her gezogen werden. Und das Ganze ist mit einem elastischen Band gemacht. An den Enden befinden sich Druckknöpfe, die wir dann hier in diese oder auf diese Druckknöpfe halt drauf snappen. So, einer da. Das ist eine Flakwest, ne? Ich will nicht sagen, dass es eine Scheißidee war, aber es war irgendwie eine Scheißidee. Weil die sperrt doch ganz gut und vor allem die ist auch schwer. Ich habe mir die damals auch so Ende der, ja, ich glaube, 98 oder auch 1999,
Dann nehme ich dieses Ding hier und hier als Kupferdraht drin. Und die ist sau schwer. Jo. So, aber darum geht es auch nicht. So, dann befindet sich hier die Klappe. Und da habe ich dann festgestellt, shit, da ist eine Schraube drin. Hätte ich ja dran, mit rechnen können. Und da würde ich aufstehen, dann fiel das Gerät zu Boden. Aber jetzt geht's. Und der Schraubendreher ist zu klein. Und der Helm rollt mir weg. Ein paar Umdrehungen. Ich weiß gar nicht, ob das Ding wieder noch zuschrauben muss, wahrscheinlich, damit es. Okay. Moment, jetzt stand auf der Packung stand 3A. Und hier steht AAA. Oder ich habe mich auf der Packung verlesen. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ohne das Gerät hinter mir runterzureißen. Ich hatte hier irgendwo noch. Zwei liegen. Ich hoffe mal, dass das Mixen jetzt funktioniert, weil das ist auch mal ein Problem bei Batterien, wenn man die Batterien mischt. So, da sind Federn, das heißt, das Ding muss nach oben, da kommt der Nüpsel nach unten. Kommt hier der Nüpsel nach oben in der Mitte, da kommt der so rum. Und dann müsste das so rum sein. Das Ding ja wieder irgendwie drauf kriegen, den Deckel. Ah, es nimmt mir schon wieder hoch. Aha, und deswegen ist das wahrscheinlich dann zum Festschrauben. Ich habe das Gefühl, wenn ich das schraube oder nicht, das ist egal, dann diesen Deckel wieder draufsetzen. Und dann die Inlets da wieder reinschmeißen. Ich fange mal mit dem Teil hier an. So. Ja, die jetzt zu platzieren ist natürlich jetzt auch gar nicht mehr so leicht. Nach vorne, da dann die jetzt mal auf Ecke. Das müsste glaube ich ganz gut hinkommen. So und so. Ja, und hier habe ich wieder den Kunststoff gelöst, eben beim, hast du vielleicht knacken hören. Ich vorne drauf drücke, knacke ich den, löse ich den Kunststoff auf. Ach nee, ich habe den Schalter gedrückt. Ach, da ist der Schalter drin. Ja, aber gut versteckt ist der Schalter dort auf jeden Fall. Also fällt kaum auf, mir ist das zumindest bis eben nicht aufgefallen. Okay, dann würde ich mal sagen, ich starte den Helm mal und werde vorher aber hier noch ein wenig abdunkeln. So, also der Kinderriemen sitzt momentan noch ein wenig lose. Ja, aber ich habe ihn eben nicht richtig festziehen können, da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr noch Zeit zu gebraucht. So, und hier hätte noch so ein Nasensteg irgendwie sein können. Das Ding, das drückt doch ganz gut auf den Rüssel. Ja, na gut, ich hoffe mal, es sieht sowieso albern aus. Wie soll das? Okay, so, ich starte jetzt mal. Ich hoffe mal, ich habe Yavin eingestellt. So, das war R2. Ich hoffe auch, man hört was. Ich werde suchen, jetzt nicht erstmal zu quatschen, sondern einfach mal die Sounds durchzugehen. Thank you.
aufs Ziel zu. What the gosh? Okay, länger drücken bedeutet, dann macht man die ganze Chose aus. Jetzt muss ich hier hinten in ihren Nacken greifen und dann mal irgendwie den Schalter suchen. Da ist er. Gut, das war jetzt aber nicht Javin. Jetzt habe ich nur ganz rüber gestellt. Mal gucken, was dann passiert. Also einmal zur anderen Seite. Nach dahin jetzt. Kam jetzt nun keine mehr. Red 5, where are you?
Ja, ich sag immer. Ja, ist gut jetzt. Gut, das war jetzt Garvin. Und ich werde jetzt erstmal das Licht wieder machen, damit man noch ein bisschen was sehen kann. Ja, puh. Ich muss sagen, ich bin ein wenig, also von den Effekten selber, die, ich hoffe, die kamen gut raus und muss da irgendwie mal ein bisschen was drehen noch am Rechner. Dann wird man schauen, was dabei rauskommt. Zumindest. Die Effekte soweit sind cool, die Sounds sind cool, im Helm laut genug, würde ich mal sagen. Es gibt auch kein Lautsprechergerät, zumindest habe ich jetzt keinen gefunden, auch nicht irgendwie gesehen, dass da wohl einen geben soll. Wie gesagt, diese drei Sounds sind okay, es schwirrt auch so ein bisschen was dann rum. Gut, Surround mit drei Lautsprechern, also vorne in der Stirn hätte vielleicht noch einer sein können, also ein bisschen runter. Aber okay. Von den Lichteffekten, ja, man merkt halt, dass sie von innen kommen und nicht von außen, sondern halt, dass es innen dann rumblitzt. Aber wenn man sich darauf einlässt, geht das auch. Nur ein bisschen wenig. Es hätte ein bisschen mehr Zunder sein können. Ich meine, das ist so ein Battle Simulation, das ist halt, weiß nicht, wenn ich früher X-Wing gespielt habe, dann ging es da schon ein bisschen mehr zur Sache. Gut, diese Hinflüge zu den Missionen, das hat dann immer gedauert. Dann, keine Ahnung, wenn man mit dem Y-Wing unterwegs war, war zwar lässig, aber hat halt gedauert. Und so kam es mir hier auch so ein bisschen vor, es zog sich halt ziemlich. Auch wenn man den Knopf gedrückt hat, dann hätte ich jetzt echt angenommen, dass da mal so ein bisschen Action ist. Und dann kam da mal ein Parteifighter und ich weiß nicht, jetzt mir kommt es länger vor. Die Abstände kamen mir länger vor, als wie sie jetzt beispielsweise auf dem Film waren. Da ging es irgendwie tak, 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 tak. Aber gut, von den Sounds her, die klingen auf jeden Fall gut. Die Soundqualität ist super, Lichter funktionieren auch. Warum ich mir ihn geholt habe, ja, das ist halt dann, um jetzt einen vernünftigen X-Wing-Helm halt zu haben, den ich dann auch von der Größe her bearbeiten kann, der nicht verzogen ist. Der passt. Ist jetzt noch ein bisschen lose, wie gesagt, den Kinnenriemen. Das zeige ich ihm nochmal, das mit dem Festzurren, das ist halt eigentlich ein ganz einfaches System. So, eigentlich müsste man jetzt hier bloß dran ziehen und das Ding sitzt fest, aber ja, es ist halt... dieses Gummimaterial, das ist ja stoffummantelte Gummi, das hemmt halt trotzdem so ein bisschen die Bewegung und die Dinger sind sehr stramm. Also es war, man muss hier ziemlich halt fummeln, damit es lang genug wird, beziehungsweise der Riemen hier kurz genug wird. Das Ding hier wird dann immer länger und den werde ich dann wahrscheinlich kürzen müssen, damit der Kinnriemen dann auch richtig sitzt. Also so hat der Helm dann doch relativ fest geschlackert. Aber wie gesagt, sitzen tut er wunderbar. Also der Tragekomfort, ja, doch, ist gewährleistet. Was ich jetzt allerdings noch sehe, ist... Achso, ich muss ja jetzt mal ausmachen. Jetzt fängt gerade R2 wieder an zu quaken. Aber wirklich sehr leise, von außen sehr leise. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, ob ich da die Lautsprecher reinbaue, das Mikrofon reinhalte, den ganzen Sound irgendwie nochmal neu aufnehme und die dann untermische. Overdub quasi. Diese Kante, die stört mich so ein bisschen. Das ist eigentlich, meine ist, glaube ich, ein bisschen runder. Aber das wäre wahrscheinlich von der Ausformung her dann nicht so gut hingekommen. Gut, dass die Klappe hier... Das ist ein roter Kunststoff. Ist auch gut so, wegen das Ding fasst man laufend an, beziehungsweise wenn man halt die Batterien wechselt, dass sich da dann der Lack nicht abschabt, ist vollkommen okay. Ist aber halt von der Farbe her ein bisschen anders, aber es ist halt, mein Gott, ist halt unten drunter. Das geht auch. Ja, ansonsten kann man die Klappe hier unten nochmal dann auch weiß anmalen, beziehungsweise meinen werde ich dann sowieso unten lackieren, aber ich glaube den zweiten trotzdem behalten, so als Lukes X-Wing-Helm. Aber wenn ich mich so daran erinnere, an den von... ich meine, das war noch damals der von Master Replicas, den ich mal gesehen habe. Derjenige, der den besitzt, der hat mir damals auch gesagt, die Dinger sind verdammt dünn. Also sie sind zum Tuten nicht geeignet, sehen unheimlich geil aus. Aber es ist halt ein sehr, sehr dünner, wabbliger Kunststoff, der halt massiv aussieht, aber ja, es eben nicht ist. Und das Ding hier, das ist ein richtiger Trümmer, den man dann auch mal, ja, der kann ruhig mal ein paar Kratzer abbekommen. Ist schließlich ein kampferprobter Fliegerhelm, Pilotenhelm. Und ja, ich bereue es nicht. Der ist super. Und gerade zu dem Preis, diesem Anfangsangebot, Vorbestellerangebot,
ja, wie gesagt, da konnte ich nicht Nein sagen und ich bin mal gespannt, wann ich es mal schaffe, dann den zweiten anzugehen, den zu lackieren. Aber das ist lackieren, schleifen, lackieren, schleifen, lackieren, schleifen, lackieren, schleifen, lackieren, schleifen, lackieren, schleifen. Mal gucken, dann kommt das Wettern, mehrere Schichten, ab und zu mal Klarlack drauf. Es zieht sich. Deswegen kann ein bisschen dauern, bis da mal was kommt, ein Ergebnis zu sehen ist. Aber das Produkt ist auf jeden Fall toll. Reiht sich ganz gut in meine doch recht ja, kleine Helmsammlung. Ich habe ja bis einen Stormtrooper, den Vader und jetzt den. Reiht er sich auf jeden Fall gut ein. Das Material ist schön matt. Klar, weißer Kunststoff, man sieht halt doch noch ein bisschen, dass es Kunststoff ist. Aber für ein Großserienprodukt bei Master Replicas oder EFX sind es ja kleine Serien. Aber das Ding hier, das wird halt schon, schon zu, ja, sicherlich fünfstellig rausgehauen werden. Und dafür ist die Lackierung, ist das ganze Weathering und die Optik vollkommen okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder vielmal fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.